Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf dem Freeware-Add-on Alheim in der Version 4 und fahren heute die Rücktour der Linie NE9 hier von der Siedlung Herzenberg wieder zurück zum Alheimer Hauptbahnhof. Und mit welchem Gefährt wir das tun werden, erzähle ich euch, wenn ich losgefahren bin, weil ich hänge nämlich im Fahrplan mit knapp 2,5 Minuten. Und deswegen ziehen wir jetzt direkt vor, dass wir sofort zurückfahren können. Aber ich vermute mal, die 2,5 Minuten werde ich nicht wieder rausfahren. Aber nach der Tour ist dann eh Schluss und dann geht es in den Betriebshof. So, bitteschön, Siedlung Herzenberg. Guten Abend, Abfahrt. So, mit welchem Fahrzeug machen wir das? Natürlich mit einem Mercedes Citaro erste Generation. In genau genommen in dem Falle einen mit einem Ottomotor, der Erdgas, also sprich CNG, verbrennen kann. Entsprechend Abgasnorm Euro 2. Und natürlich angeschnallt ZF Automatikschaltgetriebe für die schönen Geräusche, die wir hier so im Hintergrund dann hören. Und das Ganze stammt natürlich aus dem großen Soundpaket von Morphy in der Version 5.1. So, dann habe ich euch mit den nötigsten Informationen versorgt und jetzt versuche ich mal hier meine Tour vernünftig zu fahren. Obwohl ich eigentlich schon ein bisschen zackig gefahren bin, aber nicht übermäßig zackig, weil ich denke, in der Nachtschicht muss man das nicht, wirklich nicht, habe ich dann doch zum Schluss 2,5 Minuten Verspätung eingesammelt. Und die werde ich aber, wie gesagt, nicht rausfahren. So, jetzt sind wir einmal um den Pudding drumrum. Da bis zum Florentiner Weg, das Stück hättest du laufen können. Da bist du ja mit dem Bus länger unterwegs gewesen, als hättest du hier laufen müssen. So, bitteschön. Aber ich habe das schon verstanden. Du wolltest einmal nochmal richtig ZF-Sound hören. Ich hab's verstanden. Guten Abend. Hamburger Straße. Guten Abend. Feuerbach-Kamp.
Hier ist diesmal keiner. Dann fahren wir auch durch. Auch da ist niemand. Ach nee, das ist ja eh die Humanschule. Das ist ja nur für Einsatzwagen. Guten Abend. Nicht auf die Straße rein. Ich komm doch rangerollt. Bitteschön. Hallo. Guten Abend. Wenn man so ungeduldig sein muss. Guten Abend. Wartberger Ring. Stockplatz. Guten Abend.
Leser. Guten Abend. Friedrich-Lange-Straße. Guten Abend. Eskelstraße. Guten Abend. Märkische Straße. Das war knapp, aber es hat gepasst. Ja, aber jetzt rammeln wir auf den Bordstein. Sehr schön, Jan. Läuft. Es ist aber leider niemand hier. Bitte.
Sehr schön, da können wir direkt durchrollen. Wir sind erst Kranenburg Mitte. Und zwar müssen wir hier halten oder davon? Ne, davon müssen wir halten. Dann fahren wir auch davor. So, wollte eigentlich auch jemand aussteigen? Ja, da müssen wir auch hinten öffnen. Na, jetzt ist aber gut. Wir sind Kranenburg Mitte, bitte. Und haben 7 Minuten Verspätung. Läuft. Läuft richtig gut. 7 Minuten Verspätung. Wo habe ich die Bus eingesammelt? So, aber wir fahren weiter. So weit ist es ja nicht mehr, wenn man direkt fahren würde. Guten Abend. Römerberger Straße. Sängerstraße.
Tag. Hallöchen. Guten Abend. Zugang zum Corona-Impfzentrum Mitte Ost. Eine Uhr? Hab schön drauf gelauert, dass sich jemand beschwert. Aber ich habe eine Uhr und ich fahre eigentlich auch ganz günstig. Aber der Fahrplan ist anderer Meinung. Verwaltungszentrum Dreilandhufe. Guten Abend.
Schwalbenwinkel. Guten Abend. So, für das letzte Stück habe ich jetzt wieder mal die Pfeile ausgemacht, weil jetzt geht es ja eigentlich fast nur noch geradeaus. ICB-Halle, Parkplatz 1. Guten Abend. Leipziger Straße. Guten Abend. Hallöchen. Frankenstraße. Guten Abend. Ich weise darauf hin, noch eine Haltestelle, dann ist zumindest für diese Linie Fahrtende. Möglicherweise gibt es da noch einen Umsteigepunkt. Ich sehe gerade, hier ist was rot geworden. Danke, kurzes Rot. Express-Linie. Endhaltestelle. Bitte aussteigen.
1.31 Uhr sind wir hier. Also ganz so spät dann doch nicht. Aber mal sehen, was der Fahrplan sagt. Der sagt, dass wir 6.29 zum Schluss Verspätung haben. Ach, wir sind ja schon mit 4.44 losgefahren am Florentiner Weg. Interessant. Naja, was soll's. Ist halt so. Wir sind trotzdem angekommen. Frankenstraße. So, dann würde ich mal sagen, ich schwinge mich mal raus. Aha, die letzten Leute sind noch am Aussteigen. So, dann machen wir hier zu. Und das war jetzt auch schon die Rücktour der Linie NE9 von der Siedlung Herzenberg wieder hierher bis zum Alheimer Hauptbahnhof. Ich hoffe, es hat gefallen und ihr möchtet auch im nächsten Video, wenn wir dann die NE10, eine relativ lange Linie fahren werden, wieder mit dabei sein. Und bis dahin sag ich erst einmal Tschüss.